Freunde, das ist das Militärhistorische Museum der Bundeswehr. Das ist das größte Museum von Fläche hier in Berlin und Ausstattung. Da sind mehr als 200 Kampfflugzeuge hier ausgestellt. Kriegsmaschinen sozusagen. Ich habe absurderweise in diesem Museum die Gelegenheit bekommen, nach 7 Jahren wieder mal einen Teilerfolg an meinem Projekt haben. Seit 7 Jahren baue ich solchen Fabelwesen, Flugobjekte. Und sie sollen als Friedensvögel über dem Irak, als Engels, als Vermittler von Träumen und positiven Gedanken Hoffnung bringen. Und ich habe viele Objekte gebaut in der Art und schöne Ausstellungen gehabt. Das ZDF und Dreisat haben über mein Projekt berichtet. Auch im Irak habe ich schöne Ausstellungen und Publikationen gehabt. Es gibt sehr viele positive Presseberichte. Nur das Projekt wurde nicht im geringsten in einer angemessenen Art und Weise unterstützt. Es hätte schon längst solchen Friedensvögel über die ganze Welt fliegen sollen. Woran das liegt, ist einfach, dass die Funktionen von Menschen übernommen wurden, die viel Angst und Neid in sich tragen, dass sie die Macht für ihren Partys und guten Laune verwenden und nicht und Massen mobilisieren, Menschen belügen und abhängig machen von Technik, von Maschinen, von Computern, und sie mussten nur dafür arbeiten. Die Menschen arbeiten und arbeiten und sind alle Sklaven ihren eigenen. Ich kenne keinen Mensch, der mit dem zufrieden ist, was er macht, wenn er wirklich ehrlich sich den Ausdruck bringt. Aber alle sagen, es ist gut so, weil sie in gewissen Hinsichten Vorteile haben und Ängste haben und ihren Sicherheiten wollen und wissen nicht, worum es geht. Es geht um die Gerechtigkeit, es geht um den Frieden, es geht um die Freiheit. Und nur die freisten Geister, die den Gaben und den Fähigkeit haben, gleichzeitig Poet, Philosophen, Physiker, Mediziner, Spirituelle, Handwerker oder sonstiges in sich selbst zu sein. Sie haben universale Gaben und deren größte Gabe, dass sie kommunizieren mussten und das Beste verknüpfen, dass das Beste auch für alle entstehen kann. Und solchen Menschen haben ihren Funktion verloren. Es gibt keine Könige. Könige haben in euren Geschichte und Zeitalter nur Unheil errichtet. Daher, es darf keine Könige geben. Aber Könige sind die größten Diener, die nicht besitzen wollen, sondern befreien wollen, allen geben, dass allen gut geht. Das Wissen ist in manchen Händen verborgen. Und die Macht und die Reichtümer der Erde, und die werden falsch verbraucht. Es hatte immer Sieger gegeben und es hatte immer Möglichkeiten gegeben, dass manche die Welt mobilisieren und für ihren eigenen Zwecken ausnutzen können. Dass viele Sklaven gibt und einiges gut geht. Nur, es würde keine Siege mehr geben. Alle haben es das selber gelernt, zu manipulieren, zu mobilisieren und Angst zu stiften und Arroganz zu stiften gleichzeitig. Eine Seite Chinesen, Russen, Amerikaner, Araber, alle denken Götter zu sein und die einzigen mächtigen Wahrheitsträger. Aber alle irren sich gewaltig und alle sind irgendwo gut, wenn sie es erkennen, dass die Weisesten von den Weisen haben eine ganz andere Herkunft, Ursprung und Einstellung. Sie sind Geber und nicht Nehmer. Alle nehmen es und schmeißen ein bisschen Dreckfutter, das die anderen verseucht, abhängig
werden. Und das ist nicht mehr möglich. Es würde keine Siege mehr geben. Nur die Freiheit und die Gerechtigkeit und die Liebe würde es siegen. Ansonsten würde kein Mensch und vielleicht auch keine Erde mehr geben.